Wir stehen hier im Urgeschichtlichen Museum von Mauer im Rathaus und heute wollen wir ein bisschen was über die anderen Fossilien erzählen, die man hier in Mauer gefunden hat, weil es ist nicht nur der Unterkiefer von einem Urmenschen, sondern man hat hier bis zum heutigen Tage über 10.000 Fossilien von anderen Wirbeltieren gefunden. Hier in Mauer ist natürlich im Rathaus nur ein kleiner Teil ausgestellt. Der größte Teil dieser Fossilien befindet sich heute im Naturkundemuseum in Karlsruhe. In dem sogenannten Eiszeitkeller sind die untergebracht. Und ja, diese Fauna, die zusammen mit dem Homo heidelbergensis hier vor 600.000 Jahren gelebt hat, die umfasst sowohl afrikanische Elemente, würden wir heute sagen, also Elefanten, Nashörner, Löwen, Leoparden. Und auf der anderen Seite auch die Tiere, die wir auch heute noch aus unseren Wäldern kennen, wie Hirsche, Rehe, Wildschweine. Also eine sehr, sehr umfassende Fauna, die man hier kennt aus den Maurer Sanden. Und im Folgenden wollen wir euch einzelne Tiere persönlich vorstellen. Ich stehe jetzt hier neben der Vitrine mit dem Waldelefanten. Der ist eigentlich eins der imposantesten Tiere, die wir hier aus Mauer kennen. Das hier ist jetzt kein vollständiges Skelett, auch die Knochen gehören nicht alle zu einem Individuum. Das hat man einfach hier in der Vitrine ein bisschen zusammengesetzt, dass man eine kleine Vorstellung von diesen Tieren bekommt. Waldelefanten gehören zu den echten Elefanten, wie unsere Elefanten heute auch. Wir haben ja heute auf der Erde nur noch drei Elefantenarten, das waren mal viel, viel mehr. Und echte Elefanten zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Schneidezähne im Unterkiefer reduziert sind, also die gibt es nicht mehr. Und die Schneidezähne im Oberkiefer wurden umgewandelt zu diesen großen Stoßzähnen, die beim Waldelefant bis zu 3 Meter lang werden konnten. Und man geht davon aus, dass der Rüssel des Waldelefanten etwa 2,80 Meter lang war. Wie das Ende des Rüssels ausgesehen hat, kann man natürlich heute nicht mehr rekonstruieren, aber war bestimmt auch ein gutes Greifwerkzeug, wie bei unseren Elefanten heute auch. Insgesamt vom Körperbau her sah er doch eher dem asiatischen Elefant heute ähnlich, mit einer steilen Stirn und Höckern auf dem Kopf. Waldelefant, der Name ist ein bisschen verwirrend, denn die haben tatsächlich nicht in Wäldern gelebt, dafür waren sie auch viel zu groß. Männliche Waldelefanten haben eine Schulterhöhe von fast 5 Metern erreicht und wurden bis zu 11 Tonnen schwer. Weibliche Waldelefanten hören bei etwa 3 Metern Schulterhöhe auf und konnten nur bis zu 6 Tonnen erreichen. Also es war kein Tier, das im Wald gelebt hat, sondern die bevorzugten, wie unsere afrikanischen Steppenelefanten heute auch, offene Flächen, die sie auch als sogenannte Landschaftsarchitekten mitgestalten und auch offen halten, weil sie ja Bäume umschmeißen und solche Sachen. Also man kann sich diese Waldelefanten aus der Maurer-Warmzeit so ein bisschen vorstellen wie unsere afrikanischen Elefanten heute von der Lebensweise her. Die Waldelefanten sind auf gar keinen Fall mit Mammuts zu verwechseln, denn Mammute lebten wesentlich später hier in Mitteleuropa. Und jeder, der Ice Age gesehen hat, kann das, glaube ich, sofort unterscheiden, wenn man sich den Stoßzahn anschaut. Denn der ist hier beim Waldelefanten wirklich fast kerzengerade. Und jeder weiß, Manny von Ice Age hatte eingerollte Stoßzähne. Und so sieht man den Unterschied sofort. Waldelefante waren auch tatsächlich größer als Mammuts, ja, die kleiner waren als afrikanische Elefanten. Ich sitze jetzt hier neben einem Nashornschädel, den man hier in Mauer gefunden hat. Und zwar gehört er zu dem Hundsheimer Nashorn. Wir haben hier in Mauer tatsächlich zwei verschiedene Nashörner. Einmal das kleine Waldnashorn, das ist eben das Hundsheimer. Und das große Waldnashorn, das ist das Kirchberger Nashorn. Also zwei verschiedene Nashörner sogar hier in Mauer. Und der Schädel hier ist zum Teil noch in eine Konkretion, also in ein Sediment eingebettet. Er wurde nie richtig frei präpariert. Man kann aber zum Beispiel sehr gut erkennen, hier diese blumenkohlartige Struktur auf der Schnauze. Also das ist da, wo die Hörner drauf sitzen. Diese Nashörner hatten auch zwei Hörner, also ein größeres vorne auf der Nase und ein kleineres auf der Stirn.
Und ja, die lebten eigentlich auch so wie unsere Nashörner heute auch, wahrscheinlich ziemlich gemächlich, fressend durch die offene Landschaft laufend, waren wahrscheinlich auch Einzelgänger wie unsere Nashörner heute auch. Das Hunsheimer Nashorn ist ein eher kleinerer Geselle gewesen, also mit einer Schulterhöhe von etwa 1,60 und einem Lebendgewicht von einer Tonne. Trotzdem wahrscheinlich keine beliebte Jagdbeute des Homo heidelbergensis. Ich glaube, wir wissen alle, wie Nashörner reagieren, wenn man sie reizt. Das Spannende an der Sache ist, dass man dieses Hunsheimer Nashorn nicht nur hier in Mauer im Verbund mit dem Urmenschen Homo heidelbergensis gefunden hat, sondern man kennt dieses Nashorn auch von Fundstellen in Spanien, wie zum Beispiel Atapuerca, in England wie Boxgrove oder in Ungarn in Vertes-Szelős. Hier stehe ich jetzt neben unserer kleinen Raubtiervitrine. Natürlich, wie in jedem anderen Ökosystem auch, gibt es neben großen Pflanzenfressern natürlich auch große Raubtiere. Und hier aus Mauer kennen wir einen fossilen Löwen, der ja, mit 2,40 Meter Körperlänge etwa einen halben Meter länger war als unsere afrikanischen Löwen heute und ist der direkte Vorfahre von dem späteren Höhlenlöwen. Dann haben wir auch Säbelzahnkatzen, ganz wichtig, Katzen sind nicht wirklich mit Tigern verwandt. Wir haben hier eine Säbelzahnkatze, die sich durch ganz besondere Fangzähne auszeichnet, denn die sind im Gegensatz zu anderen Säbelzahnkatzen, wie zum Beispiel Smilodon aus Nordamerika, sehr schmal gebaut und relativ kurz und haben auch eine ziemlich messerscharfe Kante. Also diese Säbelzahnkatzen haben mit ihren Fangzähnen tatsächlich richtig reißen können, während ja die großen Säbelzähne von den großen anderen Säbelzahnkatzen eher so Stechwerkzeuge waren, ne, die nicht wirklich was aufschneiden konnten. Also da war die Mauma-Säbelzahnkatze ein bisschen anders gebaut. Aber auch ein sehr großes Tier, also auf Gesamtkörpergröße etwa so wie ein sibirischer Tiger. Auch kein Geselle, mit dem man wirklich Streit anfängt. Wir haben dann auch hier Zähne von Leopard, im Grunde so wie unser Leopard heute auch von Größe und Gestalt. Wir haben den Moosbachwolf, den kennt man hauptsächlich aus den Moosbacher Sanden in Hessen bei Wiesbaden, aber der ist eben auch hier in Mauer zu finden. Und den sogenannten Deniger Bär, der auch tatsächlich als Vorfahre vom Höhlenbär gehandelt wird. Also wir sehen, der Homo heidelbergensis war nicht das einzige Raubtier, das hier Interesse an den Pflanzenfressern hatte.